Im Durchgang zur Turmkapelle, zu dieser Werktagskapelle, ist noch ein Andachtsort eigener Prägung entstanden. Er soll an die Bilder vom himmlischen Jerusalem erinnern. Ich sage ausdrücklich Bilder, das sind keine Abbilder. Es wird nicht versucht zu illusionieren, so könnte das himmlische Jerusalem aussehen. Aber das große Glasbild mit dem quadratischen Format, mit den 12 Quadraten, das ist eine Anspielung auf die Beschreibung des himmlischen Jerusalems in der Johannesapokalypse in der Bibel. Und dort steht auch etwa so ein Satz, dass es vor dem Thron Gottes aussah wie ein gläsernes Meer. Also da ist eine Glasarbeit, die sonst nicht weiter gegenständlich ist, außer diesen 12 angedeuteten Toren, schon eine gute Idee. Geheimnisvoll, ganz anders, nicht von dieser Welt. Das ist die Grundidee in dieser Kapelle des himmlischen Jerusalems.